gibt's. Ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Stunde. Und da freue ich mich gleich auf Martin Kohlstedt als meinen Studiogast. Ein Stück, das Sie sicherlich schon aus dem Tagesprogramm von Radio 1 hier kennen. Xyscha im Edna Who Are You Rework im Original von Martin Kohlstedt. Und den freue ich mich jetzt exklusiv aus Weimar angereist, als meinen Elektrobeat-Studiogast begrüßen zu können. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo. Hey Olaf, grüß dich. Es gibt von dir die Alben Tag und Nacht plus der jeweiligen Reworks-Veröffentlichung, dann Strom und Ströme mit dem Gewandhauschor und jetzt ganz aktuell Flur. Um dessen Vorstellung soll es auch heute vorrangig hier in der Sendung gehen. Plus Titel der Recurrence, tollen Reworks deines vorletzten Albums. Eingangs gehört der Beitrag von Edna. Martin, ich habe dich mehrmals in Konzerten erleben dürfen, im Silent Green, im RBB-Sendesaal und in Leipzig gemeinsam mit dem Gewandhauschor. Die Locations, in denen du konzertierst, sind ganz unterschiedlich, von klassischen Häusern wie der Elbphilharmonie, dem Berliner Schauspielhaus bis zu Elektronikfestivals. Umgeben bist du immer von diversen Tasteninstrumenten, vom Flügel und diversen Synthes.
Nach Alben, in denen Elektronik mit eingeflossen ist und dem spannenden Experiment, mit einem Chor zusammenzuarbeiten und mit ihm auch live aufzutreten, gehst du im gewissen Sinne wieder zu deinen Roots zurück und hast ein rein akustisches Album mit Flur aufgenommen. Wann und wie kam es zu diesem Entschluss? Eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ja, also das ist eine schöne Frage. Nach dieser ganzen Entwicklung, also dass sich sozusagen die Elektronik mit zum Klavier dazu geschlichen hat, der Diskurs hat dann immer mehr Entwicklung gefördert, dann hatte ich die Chance, mit dem Gewandhauschor zusammenzuarbeiten. Die Armee, die ich da auf der Bühne hatte, wurde immer größer, die Häuser wurden pompöser, Berliner Konzerthaus, dann auch die Leishalle in Hamburg. Ich hatte das Gefühl, das wächst alles wahnsinnig hoch hinaus und das war auch tatsächlich sehr, sehr schön und ich habe es sehr genossen. Aber in mir war auch ja, irgendwie doch der 12-13-jährige Junge, der dann auch mal wieder einfach zurück zum improvisierten Klavierspiel kommen wollte, was natürlich auch immer schwerer wird mit mehr Menschen auf der Bühne, mit mehr Absprechungen, mit mehr Köchen, die sozusagen in die Musik hineinspielen. Ja. Du hast das Album in deiner Dachgeschosswohnung in Weimar auf einem Blüthner Grand Piano aufgenommen. Das Album enthält insgesamt 10 neue Stücke von dir. Wie darf man sich da konkret das bei der Entstehung von Flur vorstellen? Setzt du dich da improvisierend an dein Piano und spielst dann so lange, bis sich so 4-5-minütige Stücke herausdestillieren? Die Aufnahmen fanden dann ja sicherlich im Studio oder bei dir zu Hause statt? Also es gibt ja diesen schwer missbrauchten Begriff ehrlich, den man die ganze Zeit in die Musik hineinhaben möchte. Und man macht sich da auch gerne mal was vor. Und ich hatte aber tatsächlich vor, so wie es ist, die Sachen aufzunehmen. Wenig Cuts, bis eigentlich gar keine. Dazu irgendwie die Natur drumherum. Es begann mittendrin einfach zu regnen. Es war tatsächlich natürlich auch irgendwie dieses Lockdown-Gefühl, was das alles nochmal so multipliziert hat. Es war gerade März, April, niemand war draußen, ganz wenig Autos. Also jeder war mit sich und auf sich zurückgeworfen. Und diesen Fokus, den konnte man ziemlich schön nutzen, um gleich loszulegen. Und da ja, meine Partnerin hat einfach in der Hängematte gelegen und das ist tatsächlich recht altromantisch entstanden am Anfang. Es gab natürlich dann irgendwann auch tiefe Täler, wo man gewohnt war, eigentlich die Stücke auch mal mit anderen Menschen zu diskutieren, aber auch das war dann der Fluch des Lockdowns für die künstlerische Entwicklung, dass man halt das selbst bewerten musste. Und dieses Hin und Her und diese Reibung, die dabei entstanden ist, hat verschiedene Versionen der Stücke hervorgebracht und später habe ich versucht herauszufiltern, welche jetzt ja die Hauptargumente in der ganzen Kette waren. Hast du die Stücke, du sprachst gerade über den Entstehungsprozess, mit portabler Aufnahmetechnik zu Hause aufgenommen oder warst du dann im Studio? Nee, es war tatsächlich hochwertige Studiotechnik, die ich da zu Hause habe. Das Einzige, was es nicht mit sich brachte, war halt natürlich die absolute Stille oder Ruhe, die ich aber auch natürlich genau dafür nicht wollte. Ich wollte allein sein, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte die Möglichkeit haben, selbst Records zu drücken, wann ich es für richtig hielt, morgens um 4 oder mittags, je nachdem, welches Stück sich da gerade entwickelt hatte. Ja, und ich glaube, diese Reifezeit, die hatte ich so noch nicht meinen Stücken gelassen. Die sind zwar auch immer unterbewusst mitgeschwommen, aber ich habe dann eher so Fotografien davon gemacht und die auf Alben gebracht, aber dann doch irgendwie auch rausgedrückt. Aber dieses Album kam so halbwegs aus dem Ärmel, kann man sagen. Du hast ja eine ganz spezielle Arbeitsweise, Stichwort Grundmodule. Darüber sprechen wir natürlich auch noch eingehend. Dieses Stück, die kryptische Namen wie Titel von FX Twin haben, korrespondieren dann mit anderen und durchlaufen auch durch deine Konzerte gewisse Metamorphosen. Im Konzert erzählst du ja zu dem einen oder anderen Titel, zu der Abkürzung eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt die beiden ersten aus dem Album Flur aufliegen. Das sind Lun und Zin.
Gibt es zu denen konkrete Geschichte und generell, wie findest du diese ungewöhnlichen Namen? Wenn dir da wieder etwas einfällt, notierst du dir das dann als Anwärter für ein neues Stück oder gibt es da andere Inspirationsquellen? Ja, das ist die große Frage. Und manchmal bin ich mir um die Konkretheit dieser Stücke auch noch nicht ganz bewusst. Also meistens sind das unterbewusst gewählte Silben, die der Stimmung entsprechen. Und das kann bei einem Loon der Mond sein, irgendwie gute Nachtgeschichte, das kann irgendwie, keine Ahnung, es gibt Geschichten, die ich meinen Nichten erzählt hat von einer kleinen Heldin namens Luna Lane, die immer nachts wieder von Holz zu kleinem 10 cm großen Mensch wird, der auf Hamster reitet. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, dafür brauchen wir einen Rotwein, aber es gibt ganz, ganz viele vom Leben angedockte Sachen, die das dann zusammenkomprimieren für mich, für diese eine Stimmung, für diese Ruhe, die es mit sich bringt oder was auch immer. Manchmal gibt es auch ganz, ganz konkrete Bezüge, die wirklich auch nur für mich kleine Speicherpunkte sind. Was ich aber nicht möchte, ist, dass der Gegenüber davon in irgendeiner Form auf dem Gleis gebracht wird und jeder Mensch hat da seinen eigenen Rucksack, seinen eigenen Film und kann das Album zu seinem machen und das war schon immer wichtig. Das soll also geheimnisvoll auch bleiben, ne? Es ist kein Konzept, das geheimnisvoll bleiben, sondern tatsächlich gebe ich französische oder englische Namen oder Zahlen, sind da sofort Werte dran gebunden und Labels dran gebunden, die so nicht sein müssten, sondern es kann quasi auf ein weißes Blatt Papier gehört werden. Thank you.
Mein Elektrobeat-Studiogast ist heute Martin Kohlstedt, dessen aktuelles Album Flur ist gerade erschienen. Diesmal ein durchweg akustisches Album. Musik von dem mischen wir mit den sehr elektronischen Recurrent Reworks namhafter Elektroniker und die haben sich der Titel des Ströme-Albums angenommen. Wir sollten noch zurückkommen nochmal einmal auf die eben gehörten Stücke. Da war ja so Field Recording-mäßig etwas zu hören. Während die Musik lief, erzähltest du mir, also das ist nicht reingemischt, sondern während du die Aufnahmen gemacht hast, passierten da Natururgewalten. Ja, das ist alles komplett über die Overheads der eigentlichen Aufnahme mitgelaufen. Da ist keine Atmosphäre irgendwie zusätzlich oder so dazugeschoben worden, um das zu verfremden oder beziehungsweise aufzupumpen. Das ist einfach passiert und am Ende hat dann tatsächlich es angefangen, auf dieses Dach zu regnen. Also es war fast ein bisschen zu viel des Guten. Ich dachte tatsächlich auch, dass ich diese Aufnahme so nicht mehr verwenden kann, weil es wirklich sehr laut war und so. Und hinterher habe ich gemerkt, okay, das ist die absolute Version, die muss so wie sie ist auf das Album. Ja. Es gibt ja andere Gruppen, also historisch gesehen sowas wie Can, die haben editiert aus ganz langen Sessions kürzere Stücke. Wie ist das bei dir? Die Stücke haben ja alle so eine Länge von 3-4 Minuten. Ist das das Destillat oder sind die wirklich im Original auch so kurz? Das ist eine sehr schöne Frage. Es gab sicherlich 20-minütige Sessions, wo man dieses Thema an einen Punkt entwickelt hat, wo man versucht hat, die Essenz an so eine Aussage zu treiben, dass man sagt, okay, das geht jetzt über das Psychedelische hinaus, jetzt fühle ich langsam haptisch, worauf es hinausgeht. Man könnte dieses Bewusstsein um die Stücke noch weiter treiben. Live mache ich eher Ersteres und lasse die Stücke in ihrer viertelstündigen Form.
Während ich bei dem Album, ja, um mir das selbst zu spiegeln, was da eigentlich vonstatten geht, gern die Form der etwas komprimierteren, oder es ist nicht mal komprimiert, es ist eine essentiellere Form des Stückes. Und die hilft mir dann wieder sehr, das ja zurückzukoppeln mit mir selbst und ja auszuspielen oder beziehungsweise mit hinein und hinauszunehmen. Aber na klar, die Stücke werden trotzdem auch mal 5 oder 6 Minuten lang. Eigentlich bist du in Nicht-Corona-Zeiten fast nonstop live unterwegs. Wo hättest du in diesem Jahr alles gespielt und plant ihr jetzt für 2021 oder eher für 2022? Ja, 2022, diese Zahl habe ich letztens schon öfter gehört. Dinge, worüber sich der Musiker eigentlich nicht so oft Gedanken machen musste, 2 Jahre voraus zu denken. Aber wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir wirklich den Großteil der Europatour von Rom bis Oslo und damit das alles mit allen Ländern vielleicht wieder funktionieren könnte, auf das Jahr 2022 gegangen. Wir haben in den kommenden Jahren, das sind natürlich komplexere Probleme, wenn da einzelne Länder mitten in der Tour aussteigen, entstehen da Komplikationen. Man muss eine große Crew unterbringen und alles, was damit einhergeht, das ist leider nicht mit so einem Fingerschnips wieder beim Alten und viele Unsicherheiten, viele Ticketkäufe, die da sehr viele rationale Sachen, die dafür sorgen, dass wir diese Tour in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr nicht stattfinden lassen können. Es gab von dir ein etwas intimes Konzert für Arte, glaube ich, unter dem Motto Rocken am Brocken. Du saßt da in so einem kleinen Häuschen. Erzähl doch mal. Ja, das war eine zum Beispiel sehr, sehr schöne Erinnerung aus dem Sommer. Also die Konzepte, die möglich waren und umgesetzt waren, waren natürlich trotzdem sehr herzzerreißend. Da war zum Beispiel Rocken am Brocken mitten im Harz. Irgendwo im Wald wurde eine kleine Hexenhütte aufgebaut, in der habe ich auch meine Instrumente angebaut. Ein Klavierverleih hat durch den Matsch irgendwie in ein Klavier hineingeschoben. Es durften sich 30 Menschen mit Masken davor setzen und Arte hat die Kamera drauf gehalten. Und ich wusste nicht mal genau, für wen das Konzert war. Irgendwie war es komplett für mich und dann waren da aber noch diese die Waldmenschen und die ganzen Menschen vor dem Bildschirm. Es war spannend, da einfach für den Wald zu spielen irgendwie. Das war eine schöne Erfahrung. Natürlich gab es auch in den Städten tolle Konzepte. Gerade im Indie-Bereich ist das sehr dynamisch gewesen, dass da neue Konzerte entstanden sind, neue Arten, Kopfhörerkonzerte am Rhein. Die Menschen saßen weit auseinander, haben aber in den Himmel geguckt, so fast filmmusisch. Und gleichzeitig ist aber auch ganz, ganz viel zusammengebrochen. Es war ein schönes Strohfeuer, was allen Mut und Kraft gegeben hat für den jetzt langen Winter. Ich sprach schon darüber, die heutige Elektrobeats-Sendung ist ein musikalisches Kontrastprogramm. Zum einen die akustischen Stücke deines neuen Albums Flur, aber auch die Recurrence. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 8. Zu deinen Alben Tag und Nacht gab es Rework-EPs. Zu Strom hast du dir etwas Neues ausgedacht und das Experiment gewagt, mit dem Gewandhauschor zusammenzuarbeiten, die dann mit Lauten eine ganz eigene Ausdruckssprache zu deiner Musik entwickelt haben. Außerdem gibt es die Recurrence. Wie kam es zu der Idee und vielleicht erstmal die Namen der Musikerinnen und Musiker, die involviert waren? Ja, super gern. Ich fange vielleicht mal von vorn an. Also warum ich jedes Mal wieder meine normalen Solo-Piano-Stücke provoziere, hängt damit zusammen, dass die eigentlich auch nie ganz fertig gedacht sind, dass die eigentlich sich mit meinem Alter, mit meiner Pubertät, in der ich mich da gerade befinde, einfach mitwachsen. Und da habe ich schon sehr, sehr früh angefangen, Menschen aus dem engsten Umkreis und dessen Musik oder dessen Ansatz ich sehr mag, diese Musik reworken lassen oder remixen oder wie man es auch immer nennen mag, also ihre Note dazugeben und damit reagieren. Dadurch habe ich wiederum eine Art Rezension von dem, was da passiert und ich kann die Stücke weiterentwickeln und wieder mit in den nächsten Zyklus nehmen. Und so hatte ich auch das Glück, wie gesagt, diesen Chor auf meine Stromstücke zu jagen und daraus wurden dann auf einmal Ströme, also dieser Multiplikationseffekt. Und dann, um noch weiter in die Metaebene zu gehen, habe ich diese Stücke dann auch noch Künstlern wie Sudan Archives, Edna, Hannah Epperson, Robert Frume, Henrik Schwarz, dann natürlich auch die Freunde, mit denen ich damals in der Band Marbert Rose elektronische Musik gemacht habe, Pantera Krause, dann Marlowe, mein
Soundmann oder eigentlich mehr engster verbundener Sound-Diskutant. Er hat auch seinen Senf dazugegeben und auf einmal wurde daraus halt wieder ein ganz, ganz großes Gemisch von artfremder und doch irgendwie komplett miteinander verwandter Musik, die auf eine Platte gehörte. Ja. Zu Beginn dieser Stunde haben wir Edna mit ihrem Rework gehört. Die haben ja zu deinem Stück, glaube ich, auch noch Lyrics addiert, ja? Richtig, also unter anderem auch Peter Broderick oder Menschen, die ihre Ausdrucksweise oder sofort das, was sie interpretiert haben, umgesetzt haben. Mir ist es dabei ganz wichtig, dass der Künstler da volle Freiheiten hat. Ich würde den niemals anrufen und sagen, es wäre aber schön, wenn da noch ein bisschen was von mir reinkommt oder andersrum. Mir ist ganz wichtig, dass da eine Erstreaktion stattfindet, ganz unterbewusst, so wie man halt miteinander eine Session macht. Und da ich mit Peter Broderick auch schon mal für ein NDR-Kultur so eine lange Improvisationssession gemacht habe und wir haben uns da wirklich auf Augenhöhe gefunden, hatten wir endlich die Chance, dass er auch eine Rework dazu beitragen konnte. Den hören wir später auch noch. Robert Vrume war auch schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast. Sein letztjähriges Album wurde von den Elektrobeats-Hörern auf Platz 1 des Hörerpolls 2019 gewählt. Von ihm gibt es von deinem Stück The Nimp den Marok Rehand Rework oder Remix. Robak und du, ihr kennt euch sicherlich schon länger. Ihr habt ja deinen Titel so in einen Club-Track verwandelt, aber genial auch die Chorpassagen integriert. Ja, vor allem ist es nicht einfach nur Club verwandelt, sondern gleichzeitig auch irgendwie genau in den Zeitgeist passend. Das Stück bewahrt. Der bewahrt eine ganz bestimmte Stimmung, eine Art Warten auf den Sommer 2021, würde ich fast sagen. Ein Aufwachen auf dem Fusion Festival, wo noch um 7 irgendwelche Menschen an den Bachstelzen rumsitzen oder so. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, birgt das alles drin. Mittlerweile wohnen wir in der gleichen Straße, im schönen Weimar, in der Mitte Deutschlands. Waren vorher natürlich durch Freude am Tanzen sehr, sehr viel auf gleichen Festivals unterwegs. Und ja, und so findet man sich dann langsam.
Zenemp. Von Martin Kohlstedt im großartigen Robak Fruhme Rework bzw. Remix. Und Martin Kohlstedt ist heute exklusiv aus Weimar angereist. Mein Elektrobeat-Studiogast und wir sprechen über sein ganz aktuelles Album Flur, spielen viel Musik daraus, aber natürlich auch einige Recurrent Rework-Stücke. Die gibt es als Download. Sind die auch physisch erschienen oder werden die erscheinen? Ja, das bleibt so ein Stück weit geheim. Es gibt da so ein geheimes Fach im Regal, aber ja, ich vermute so spätestens, wenn der Sommer 2021 kommt, könnte sich da was tun. Ich sprach schon an deine ganz spezielle Arbeitsweise der Grundmodule, die du dann auch in Konzerten mit anderen mischst. Erläutere das doch bitte mal den Elektrobeats-Hörern und Hörern ganz kurz. Sicherlich ein kompliziertes Ding. Ja. Nee, das soll es nämlich gar nicht. Das ist immer das Problem, wenn man versucht, etwas mit irgendwelchen Worten zu erklären. Dass man das irgendwann modulare Kompositionsweise genannt hat, ist eigentlich nichts anderes als ein Lego-Baustein-Prinzip. Damit man die Stücke einfach frei sprechen kann oder frei improvisieren kann, hat man zwar Grundvokabeln, aber sozusagen die Anordnung davon ist nicht vorausbestimmt, sondern ist immer nach dem Moment. So kann das Stück dann mal 20 Minuten lang werden und sich zu einer riesigen Druckbassburg entwickeln. Es kann aber auch sein, dass es sich, dass es ewig neandert und dann langsam ausklingt. Also je nachdem, was das Publikum, der Raum und der Ort gerade hergibt. Und ich liebe quasi diese Art der Improvisation, dass man das nicht fertig denkt, dass überall so kleine Hubs offen bleiben und die Variablen flüssig vor allen Dingen. Und das ist es eigentlich schon. Titel 3 und 4 auf deinem neuen Album hast du mit Quo und Pan überschrieben. Bei den beiden könnte man direkt auch eine Bedeutung ableiten. Vor diesen beiden Stücken habe ich noch einen weiteren Rework-Titel aufliegen. Den hast du schon angesprochen. Ein ganz ungewöhnlicher und für meinen Geschmack grandioser von Peter Broderick von Tyfi. Da wird Chorgesang mit deiner Musik und Hip-Hop kombiniert. Bevor wir das Stück hören, erzähl doch bitte mal die Geschichte, weil das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Welcher Hip-Hopper ist da zu hören? Dieser Hip-Hopper ist tatsächlich Peter Broderick selbst. Okay. Und, er hat das vorher so noch nicht gemacht, in einem Rezitativ auf Songs walten. Und das ist immer genau das Ding. Also wenn sich Musiker gegenseitig ihre Musik zuschieben und vertrauen, vor allen Dingen wird aus diesem Vertrauen dann auch neue Musik oder kann was aus eigener Verantwortung heraus entstehen. Und das ist eine ziemlich schöne Sache bei Peter und mir. Wir sind ungefähr gleich alt und auf verschiedenen Planeten geboren gefühlt und haben uns da aber gefunden, in einer sehr vertrauten Art Musik zu machen. Das brauchen wir uns nicht immer schulterklopfen zu sagen, sondern wir schieben uns einfach immer Musik zu. Und in dem Fall hat er aus Tifü dieses Stück gezaubert. Und da war ich einfach auch, ich musste es, glaube ich, 19 Mal hören, bevor ich es verstanden habe.
When it feels like the whole world's getting you down, stuck in a frown. I don't like this town, you say. When will I see the day? When will things start to go my way? What do you want? The whole time up until now, there must have been a little bitty dream inside. The big dream, stir it up, sugar and cream. Milk it, soak it. Reaching down into the void, space rocket deployed. Explore the cosmos of the soul. Fill the hole with what? You know. A little four-letter word you heard. Maybe from your mom, maybe your dad. Feels like another life you had. But it's all here now, and when you just tap in, you win. Remember the love. Forget abstraction, this is real. Pay attention to what you feel. Peel the onion right down to its core and more. Let it make you cry. Bathing in tears, you face your fears. Grab your ears and listen. Christen the new you, the old you, true blue. You're waking up inside. Why hide, no pride? Shot down by the times you tried. Try again, try Zen, try limitless, endless, peerless, fearless love. Einstein. It's all relative. We're all relatives cut from the same cloth. Find your inner sloth and take it slow, if that's what you want. Or maybe you're a go-getter. The faster the better. But don't act in haste. Don't waste. Taste the food before you swallow, or else you'll be full and hollow. Contradictions inside, because of what wasn't applied. The care, the love, the gratitude. These things are important, dude. So thank your lucky stars, thank Mars, and come back to Earth, man. The planet of your birth, man. Have mirth, have mercy on yourself and your fellow souls in love. Beats.
Mein Radio 1 Elektroid-Studio-Gast ist heute Martin Kohlstedt, dessen aktuelles Album Flur ist gerade erschienen, zuletzt daraus gehört Quo und davor der Rework von Peter Broderick. Martin, bevor dein Album jetzt am Freitag erschienen ist, gab es so als sogenannte musikalische Appetizer einige Titel daraus schon vorab. Xeo, Quo, Jewel und Pal. Warum fiel die Wahl auf die eben genannten? Oder wolltest du Titel immer so homöopathisch, in homöopathischen Dosen zugänglich machen? Das ist ein schöner Ansatz. Also ich glaube, dass diese Einzelveröffentlichungen eigentlich so eine lange Verwendung oder so eine lange Integration auch in die komplette Zeit danach irgendwie für mich immer wichtig sind. Ich mag Dinge nicht, die so einfach so mit einem Puff erscheinen und dann irgendwie auch genauso wieder verschwinden. Es ist so dieses langsame, unterbewusste in den Hinterkopf hineinfressen und dann kann es einen das ganze Leben begleiten. Und irgendwie mag ich dieses Einzelöffnen und so fängt man langsam an zu diskutieren. Man lernt das Album langsam kennen. Also ein bisschen höflicher. Geschenke auspacken, ja. Ist einfach höflicher, genau. Vor den Nachrichten schaffen wir noch den Titel Pan und von Neodom den Pantera Krause Recurrent Rework. Du hast schon erzählt, das ist, glaube ich, deine ehemalige Band, ja? Ja, richtig. Wir haben mit Marbert Rosel, sehr bekannt in Holland, irgendwie viele Clubs gespielt, als das Trau Amsterdam noch offen war und alles, was dann, da gibt es schöne Erinnerungen. Und ja, das sind so, darin schwelge ich auch, wenn ich das höre. Von wann bis wann warst du in der Band? 2009 bis 2013 würde ich vermuten, irgendwas dergleichen. Und Martin Kohlstedt ist auch noch in der zweiten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Thank you.
Thank you.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Oh yeah, von Martin Kohlstedt in der Sudan Archive Recurrent Version. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und da ist immer noch Martin Kohlstedt, mein Studiogast. Das eingangs gehörte Sudan Archive Recurrent Stück, glaube ich, war die achte und finale Veröffentlichung. Martin, wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Version? Habt ihr euch persönlich kennengelernt oder lief das eher virtuell? Das ist tatsächlich die eine Recurrent, die ich natürlich irgendwie haben wollte, wo ich aber den Kontakt vorher nicht hatte. Also es sollte auch immer irgendwie eine Fremdrezension der Stücke geben. Und ich hatte Sudan Archive schon vorher gehört, war wirklich fasziniert davon. Also auch einfach als Symbol und die Kraft, die so von ihr ausging und eigentlich so... Ja, auf der anderen Seite, nicht nur auf der anderen Pazifikseite, sondern wirklich auch musisch so woanders, dass das sehr, sehr spannend war, das überhaupt anzufragen. Und dann begann ein sehr, sehr langer E-Mail-Kettenvollzug mit auch dem Label und auch mal diese Stones for Records und allen drum und dran. Und ich habe mir aber nicht viel ausgerechnet und das war aber... dann ein umso tieferer Herztreffer, als es dann klappte. Konnte sie sich ein Stück aussuchen oder hast du ihr eins zugewiesen? Ja, da kann man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da sich alle anderen früher entschieden haben und Amerika sich mit sehr, sehr kurzen Mails erstmal ein Stück weit zurückhielt und Monate dabei vergingen, blieb nur noch eins übrig. Aber sie hat sich... sich sehr freudig damit, ja, und sie war auch sehr fasziniert davon. Und es war sehr schön, das einfach überhaupt schon darüber zu sprechen.
Du bist ja heute hier mein Studiogast, weil wir über dein neues Album Flur sprechen, auf dem das Piano der Protagonist ist. Warum hast du dich nach Strom und Ströme für den Titel Flur entschieden? Flur, ja. Ich meine, wenn man jetzt mal die Namen durchgeht, Tag, Nacht, Strom, Ströme, Recurrence, Flur, sie sollen nicht unbedingt die Fantasie so sehr beeinflussen, dass man ja sofort was interpretieren muss, aber sie geben wenigstens so eine Art Fundament von dem, was es sein könnte. Der Flur ist in seinem Zwiespalt ja doch irgendwie ein Raum, an dem andere Optionen angebunden sind. Also da geht es schon um Entscheidungen und wie es vorausgeht oder um so eine Art Aufbruch und durch welche Tour will man gehen, wenn man so eine Metapher darin sehen will. Aber auch die weite Flur, also die Unendlichkeit darin. Ja, und dieser Widerspruch und diese Natur versus artifiziell und so, das sind genau diese Namen, die ich immer suche. Genauso wie mit Strom, wo es natürlich der Strom im elektronischen Sinne sein kann und genauso aber auch der Strom, der Fluss, der Reißende. Und immer ist wieder organisch mit dem Artifiziellen so ein bisschen aufgewogen. Obwohl Radio ja ein akustisches Medium ist, spreche ich hier gerne auch mit meinen Studiogästen über Artworks. Dein neues Album ziert das Gemälde eines Leipziger Malers von David Schnell. Was hat dich an diesem Bild fasziniert, dass du gesagt hast, genau das ist das Artwork für mein Album? Ja, mich hat es sogar regelrecht genervt, dass ich dieses Bild gesehen habe. Es war einfach, es war schlimm. Eigentlich mag ich, wenn dass die Kontexte erstmal in sich bleiben, noch nicht verfremdet, noch nicht mit einer anderen Kunst irgendwie in Reaktion geraten. Erstmal so ganz jung geboren werden, gerade so neue Stücke. Und wir haben auch schon große Diskussionen dann mit Happy Little Accidents zu tun, die sind in Leipzig, mit denen habe ich auch damals beim Studium an der Bauhaus-Uni zusammen gewohnt, haben wir immer die Cover gestaltet im gemeinsamen langen Diskurs in die Nacht hinein, was auch immer der Fall. Und dann irgendwann schlugen sie mir über eine Google-Suche David Schnell vor, der macht ja auch quasi so ein bisschen so architektonische Natur, da hat man so ein bisschen das Organ. Und dann ging es baff. Ich habe nur noch die Stimme ganz dumpf gehört von meinem Grafiker blub, 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 und ich war in diesem Bild drin, habe da drin gestanden und war fast gepeinigt davon, wie perfekt das gepasst hat. Und so führte dann eins zum anderen, dass dieses Bild das kavazieren muss. Wir sollten mal kurz beschreiben, oder du solltest mal kurz beschreiben, was da zu sehen ist. Ja, das stimmt natürlich. Ich rede hier irgendwie. Es ist, zu sehen ist ein Wald, eine Schneise, die ist aber sehr, Flucht. Punkt technisch gemalt, also dass ein richtig architektonischer Überbau über dieser natürlich gewachsenen Wald herrscht. Und diese Farben haben da auch nochmal so eine Geladenheit. Also es fühlt sich an, als wäre die Zeit da kurz stehen geblieben, aber sie brennt darauf, weiterzugehen. Und man steht halt direkt darin, wenn man sich das Cover anschaut. Man kommt nicht umhin, diese Schneise entlang zu gehen, die gleichzeitig natürlich auch wieder diese Flurmetapher perfekt abbildet, weil man diesen langen Korridor sieht in diesem Wald und auch die weite Flur und alles war miteinander verbunden und es war zu romantisch, als dass ich hätte dieses unmoralische Angebot ablehnen. Weiter geht es jetzt mit zwei Stücken aus Flur, mit Xeo und Ruhl, zu deren Charakter und Entstehung vielleicht auch wieder ein paar einführende Worte von dir. Xeo ist ein Stück, das entstand so ein Stück weit zwischen in den Soundchecks, also ganz viele Improvisationen, die man macht, die man nicht will oder die man so lapidar betrachtet, die werden dann am meisten oder sehr oft zu den krassesten Stücken oder die wichtigsten Stücken für einen selbst. Das merkt man aber erst später, weil das Unterbewusstsein die ja spielt. Und Ruhl ist so ein bisschen der Gegenpartner. Das ist ein sehr bewusstes Stück. Ich hatte auf der Nacht auch schon ein Stück, was eigentlich nicht dem Album angehört, aber von der anderen Seite sozusagen, eine etwas komponiertere Form, damit die anderen improvisierten Stücke strahlen oder einen Gegenpol haben. Das ist alles sehr verschwurbelt, aber deswegen mache ich auch eigentlich Instrumentalmusik, aber da bist du auch selber schuld, du hast gefragt.
Xeo und Ruhe aus dem neuen Martin Kohlstedt-Album Flur. Und der ist heute mein Elektrobeat-Studiogast. Martin, ich hatte in meiner Sendung mit Nils Frahm, Brandbrauer Frick, Niklas Paschburg, Arnold Kasar und vielen, vielen anderen Gäste, deren Musik wie auch deine schwierig in eine Schublade zu stecken. Da bemüht man auch immer gerne den Begriff Neoklassik. Welchen findest du für deine Musik angemessen und wo möchtest du mit deiner Platte oder CD gerne einsortiert werden? Ja, das ist eine sehr, sehr oft diskutierte Frage. Da packt man immer auch den Rotwein auf den Tisch, damit man da irgendwie zu Potte kommt. Also was ich an dem Begriff Neoklassik als einziges schwierig finde, ist, dass wir da schon wieder die Klassik haben, eine neue Elite, ein neues Korsett, was ich sehr, sehr schnell definieren und zuschnüren will. Dem würde man am liebsten entgehen. Also ich würde gern irgendwie den Begriff intuitive Musik oder also dass die Improvisation, dass die eine Hommage an die Musik, also dass nicht immer das Komponieren und das Bewusste die Rolle spielt, sondern eher das unterbewusste Musik eine große Rolle spielt. Eine ganz andere Form eigentlich davon. Vielleicht war es das auch schon, ja. Und im Plattenladen braucht man ja so eine Orientierung. Die denken, oh, heute durch die Sendung inspiriert Martin Kohlstedt, wo finde ich den? Ja, das ist richtig. Dann hat man nämlich da die elektronische Musik und dann wieder die Klaviermusik. Und dann ist das eine bei Deep House und das andere bei der Neoklassik eingeordnet. Wie auch immer, das Schöne ist, dass die Diskussion darum nie fertig wird und sich ständig neue Arme entwickeln. Und das eigentlich auch nicht mein Job ist, das einzuordnen. Sollen andere machen. Genau, umso schöner, dass da einfach Reibung herrscht und Reibung bedeutet immer Entwicklung. Es ist ja erstaunlich und toll, in deine Konzerte, die immer ausverkauft sind, strömen auch sehr viel junge Leute. Schon von mir erwähnt, du spielst in eher Klassik-Tempeln, aber auch auf Elektronik-Festivals. Hast du Erklärungen, warum deine Musik auch bei jungen Leuten so gut ankommt, die wahrscheinlich weniger klassikaffin sind? Ich kann mir vorstellen, dass ich meine Generation einfach nochmal insbesondere anspreche. Eine unter den Umständen, wie wir aufgewachsen sind, mit ganz anderen Optionen und Möglichkeiten. Und dadurch, dass man das Klavier, also so eine Art Vergangenheit verkörpern kann und somit aber auch die Elektronik reinholt, man kann die Gegenwart und die Zukunft auf einmal alles so ineinander mixen und diskutieren. Ich glaube, das ist etwas, das betrifft gerade die ganze Generation, so, weil eine Perspektive gesucht oder was kann man noch machen. Nach Corona kommt eine große Klimawelle, nach der Klimawelle kommt ein Kometeneinschlag, keine Ahnung. Es sind einfach Probleme, die man so nicht einfach so angehen kann als einzelner Mensch. Das heißt, man sucht wieder nach Ritualen, nach Gemeinschaft und ich glaube, diese Arten der Zeremonie, die man da macht, diese Konzerte, die sprechen, glaube ich, gerade den Zeitgeist dieser Generation an. Als nächstes habe ich ein Rework eines Musikers aufliegen, der auch schon häufig bei mir in der Sendung zu Gast war. Jingo in der Fassung von Henrik Schwarz, auch so ein äußerst vielseitiger musikalischer Grenzgänger. Auf der einen Seite Clubmusik, aber auch mit Bugge Wesseltoft Jazz und dann hat er auch mit klassischen Klangkörpern zusammengearbeitet. Warum fiel die Wahl auf ihn? Kennt ihr euch länger? Wir kennen uns nicht länger, aber ich kenne seine Musik schon sehr, sehr lang. Also ich habe, wenn ich mir zu Hause mal beim Zähneputzen ungewaschen viel angehört habe und auf dem Teppich gelegen habe und irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr viel tatsächlich ist die Henrik Schwarz Rework irgendwie damit von Sachen reingeraten und hier und da ist der Name aufgetaucht. Ich hatte ihn dann sehr, sehr viel mit Bugge Wesseltoft zusammengewürfelt, mit dem ich eigentlich auch schon mal ein Projekt angehen wollte, aber es zeitlich nicht geklappt hatte. Also so, da gab es schon viel Attraktivität so auf beiden Seiten und ich war ziemlich glücklich, dass er dann im Boot war, weil ich ihn als einen der musischsten Produzenten auch halte.
Radio 1 Elektrobeats. Bingo im Henrik Schwarz Rework und Via aus dem neuen Martin Kohlstedt Album Flur. Und das stelle ich heute ausführlich mit ihm in diesen beiden Elektrobeat-Stunden vor. Martin, wir sollten vielleicht nochmal zurückkommen auf das eben zuletzt gehörte Stück Via, was vielleicht auch von seiner Grundstruktur so ganz leicht an Jazz erinnert, oder liege ich da völlig falsch? Das vermag keiner zu beurteilen. Also ich würde fast sagen, das ist sogar das poppigste Stück der Platte. Ein Thema, das trage ich schon seit einer ziemlichen Weile mit mir herum. Das kam auch immer mal in den alten Bandprojekten. Ich habe selbst mal in 7 verschiedenen Bandprojekten gespielt. Da kommen wir gleich zurück. Genau. Und dann hat man manchmal einfach so Sachen, die man damals noch auf dem Rhodes gespielt
gespielt hat und die aber immer noch irgendwie im Hinterkopf hausten. Und manchmal brauchen sie dann die anderen Stücke, also wie so Freunde, mit denen sie sich dann nach draußen trauen. Bislang standen bei deinen Konzerten immer diverse Keyboards auf der Bühne, zentrales Instrument, klar ist der Flügel. Wenn du dann wieder Konzerte geben kannst, werden die rein akustisch sein oder so eine Mixform? Ich werde dem Klavier schon den Kern einräumen, aber ich glaube, ich brauche gerade live und mit dem Publikum gemeinsam dieses Gespräch und so auch, also diesen Diskurs mit den elektronischen Instrumenten. Es wird immer, es muss einfach Zugriff auf alles herrschen. Vielleicht spiele ich aber trotzdem nur Klavier, mal sehen. An dieser Stelle sollten wir kurz in den Rückspiegel schauen. Das wolltest du gerade schon tun. Du hast ab dem 13. Lebensjahr eine Musikschule besucht, mit 18 deinen Klavier-Oberstufenabschluss gemacht und dich dann auf das Fach Jazz spezialisiert. Wie ging es dann weiter? Du hast ja in ganz, ganz vielen Bands gespielt. Einige haben wir schon genannt und auch Musik für Soundtracks und Hörspiele komponiert. Was passierte zwischen dem Klavier-Oberstufenabschluss und deinem ersten Solo-Piano-Album Tag, was 2012 erschien, vielleicht so im Telegram-Stil? Welche Bands waren das? Ich habe in Bands gespielt wie Rio und Norman Sinn, wo wir damals für Thüringen beim Bundesischen Song Contest angetreten sind. Welche Musik war das so? Das war wirklich Pop, also von der ursprünglichsten Fassung bis hin so wirklich für die Leute was geschrieben. Ich dachte immer, okay, ich will unbedingt, also es fühlt sich bei mir nach Musik an, ich wusste aber noch nicht, welcher Weg. Es war ein sehr bewusster Weg, ein sehr konstruierter Weg, damit musste ich erstmal klarkommen, was aber total wichtig und schön war zu der Zeit. Denn Marbot Rose und Karose, also ein Projekt, was sozusagen eher so ein elektronischer Jazzbereich war, aber tanzbar, wo wir dann wirklich von Rom bis Oslo so die Clubs gespielt haben, aber trotzdem mit Sängerinnen und Instrumenten. Gleichzeitig wurde das dann vergrößert zu Karose, wo dann mit Matthias Kaden bei Freude am Tanzen sozusagen eine Platte rausgebracht wurde. Ich habe B-Boy-Funk gemacht, ich war in Hip-Hop-Bands, ich war mit MC René und Spex und Flo und Immo auf der Bühne. Es gab irgendwie alles. Ja, irgendwann ertappte ich mich aber dabei mit einem Kapuzen-Pullover, der so perfekt auf der Mitte meines Kopfes saß und merkte, ich vermisse die Zeit, wo ich 12, 13 war und eigentlich aus so einem bestimmten Grund mich immer ans Instrument gesetzt habe und der Mund aufgeht und ein bisschen Spucke raustropft und ich dann einfach einfach so aus mir herausspiele. Ich habe gemerkt, dass ich das ein bisschen verkrampft hatte irgendwie, obwohl das ja nie dafür vorgesehen war, dass das ein richtiges Studium oder irgendwas dergleichen war. Ich habe diesen Oberstufenabschluss auch nebenbei gemacht, genauso wie ich nebenbei Musik gemacht hatte. Und die Bauhaus-Universität war ja auch eigentlich keine musische Uni. Und genau diese, dass die Musik bei mir immer wieder unterbewusst stattgefunden hat, das war wichtig. Und da habe ich dann auch tatsächlich irgendwann das Album Tag ins Auge gefasst und mich von ganz vielen Bands aus dem eigentlichen Musikbusiness so getrennt. Gab es da für dich, also in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, die ja absolut musikalisch vielseitig war, und dann Tag, was ja wirklich was anderes war, gab es da für dich so ein Erweckungserlebnis, wo du sagtest, ja, in der Richtung irgendwie eine Platte oder ein Konzert, in der Richtung solistisch möchte ich gerne arbeiten und meine Musik veröffentlichen? Ja. Und wie es halt immer so ist, sind diese Schlüsselereignisse meistens durch Druck oder durch irgendwas hervorgerufen, was gar nicht positiv ist. Also ich habe dann in so vielen Bands gespielt und für so viele Leute Musik gemacht, dass ich, verliert man dann vielleicht auch ein Stück von sich. Und ich habe gemerkt, da ist irgendwas in mir, das sucht, aber es hat quasi nicht, ich kann zwar immer mehr Plattformen dazu holen und versuchen, das auszuspielen, aber mir fehlt Intuition, Improvisation, dieses Laufen lassen, diese psychedelische Art, das Neandernde, das Laufen lassen. Alle Musiken waren perfekt konstruiert auf Groove, auf Kopfnicken und dann da 3,5 Minuten und hier bam, bam, bam. Also so ein richtiger Kampf eigentlich gegen dieses Musikformat, wie es da war. Aber trotzdem wollte man Musik machen und das kannte man noch nicht. Man dachte, man ist genau auf dem richtigen Weg, weil man was mit Musik machen wollte. Aber da trapst man erstmal in
ein paar Fallen vielleicht, die trotzdem wichtig sind für die ganze Entwicklung. Du hast dich ja auch bewusst entschieden, deine Musik auf dem eigenen Label zu veröffentlichen, um unabhängig zu sein. Ne? Richtig, genau aus den gleichen genannten Gründen. Also jeder versucht natürlich, nehmen wir jetzt ein fremdes Label, das versucht natürlich alles da rauszuholen, was geht, in welcher Form auch immer. Natürlich auch positiv gewillt, aber trotzdem versucht es, Dinge zu verstärken. Wenn man sich selbst aber noch gar nicht richtig kennt, ist das ein sehr, sehr gefährliches Ding. Das Label würde ich immer erst empfehlen, wenn man das Gefühl hat, man ist selbst auf dem richtigen Weg, und dann kann das Label sehr toll multiplizieren. Aber ich glaube so, um wirklich authentisch mit seiner Musik umzugehen und halt auch herauszufinden, ja, das ist weder Klassik noch Jazz, und ich würde verstehen, warum sich die Leute auf den Schlips getreten fühlen, wenn das jemand von mir behauptet oder wenn ich ein Meister wäre oder ein Genie oder irgendwas dergleichen. Das ist ja das Problem, was mit Klavier und begabten Komplexen so einhergeht. Wenn man das falsch anrührt, dann führt das sofort zu einer falschen Persönlichkeit. Als nächstes habe ich aus dem neuen Album Flur das Stück Jule aufliegen. Davon gibt es von dir auch einen Videoclip, wo du das Stück spielst, und Tarley in der Hannah Epperson Recurrent Version. Da musste ich mich erstmal schlau machen. Das ist ja eine Songschreiberin, Sängerin und Violinistin aus Salt Lake City. Wie habt ihr euch kennengelernt? Hannah habe ich kennengelernt in Storkow auf einem Festival. Das hieß Alene Lumre Festival, eins meiner kleinen Lieblingsfestivals. So ein Stück weit wie es Iceland Airwaves auf ein Dorf übertragen. Dann gab es die Burgbühne und die Kirchenbühne. Und also ich mag es, wenn sich so Gemeinden gemeinschaftlich zu was beschließen, was ohne Angst, sondern was einfach nur schön ist, nämlich Musikfestival jetzt. Und da war auch Hannah Epperson, die hat in der Kirche gespielt, an dem Mittag des Tages, wo ich abends gespielt habe, zusammen auch mit Peter Broderick, wo ich ihn kennenlernte. Also da hat jemand eine sehr, sehr schöne Menschenauswahl getroffen, mit natürlich verschiedenen musischen Richtungen, und Hannah Epperson hatte mich baff gemacht, ja. Tell him everything is over.
Im Hannah Epperson Recount Rework und danach gehört Jewel, die Zeit eilt uns etwas davon und ich will unbedingt mit Martin Kohlstedt, meinem heutigen Studiogast, noch einige Fragen klären. Ich habe dich mehrmals im Konzert erleben dürfen und da fällt besonders auch auf deine Mimik beim Spielen. Du performst auch sehr körperlich deine Musik, total in dich versunken, aber auch teilweise sehr expressiv und mit geschlossenen Augen. Fühlst du deine Musik? Also ist das schon immer so, dass du da völlig in deiner Musik aufgehst? Das ist sicherlich so eine Frage, die kann ich nicht mal beantworten. Ich kann es nur auf Videos sehen, dass ich da scheinbar irgendwie auf einem guten Weg nach innen bin. Bin davon auch meistens recht schockiert. Weil ich manchmal selbst denke, ist das da gerade eine Selbstinszenierung? Aber das ist scheinbar eine der wichtigsten Hilfen für mich oder so Wiederholungen und Kreisbewegungen zu machen, um die Sache wirklich der Musik zu widmen. In dem Moment, wo der Taskmanager auf Dinge achtet, wie gerade sitzen oder richtig atmen oder irgendwas dergleichen, da sind wir wieder in der elitären Klassik. Das hat da nichts zu suchen, gerade wenn Musik und gerade entsteht. Und das ist, glaube ich, das ist der große Unterschied, wenn man improvisiert und ich meine nicht eine schöne Skala auf irgendeine Akkordfolge, sondern von Grund auf, von Tempo, von
Tonart von, du weißt nicht, wo du dich bewegst, also dich treibt quasi der Moment, dann kommt man nicht umhin, alles andere zu vergessen. Ja. Und dann fällt auch mal Spucke aus dem Mund. Fast zum Schluss unserer heutigen Sendung, kleiner Ausblick, Album ist jetzt aktuell erschienen. Wie sehen deine Pläne so in der nächsten Zeit aus? Wir sprachen darüber, Konzerte wahrscheinlich erst übernächstes Jahr. Wird es zu Flur auch wieder Reworks oder Remixe geben? Ja, das muss ich offen halten. Es fühlt sich so an, dass natürlich diese Klavierstücke auch nicht einfach so bleiben, wie sie sind, dass sie auch sich entwickeln dürfen. Klar, ich hoffe auf die nächste Festivalsaison im Jahr 2021, die Musik weiterzuentwickeln auf Festivalgeländen. Auch der Herbst, Winter vielleicht nächsten Jahres gibt schon viel Preis. Aber ja, ich gehe davon aus, dass die Europa-Tour 2022 sein wird, von wirklich das von Rom bis Oslo und das alles aus einem Guss. Ja, ich hoffe, dass da alle noch zuhören. Dein Album endet mit A, ja, da hast du so Field Recording mäßig, beziehungsweise du sagtest mir, da fiel wirklich der Regen, und dann haben wir auch noch, wenn wir es schaffen, den Marlow Remood Remix aufliegen, vielleicht 2-3 Worte zu beiden Sachen. Ja, damit wir das beides schaffen. Das war verrückt. Man sitzt in der Wohnung in seinem Studio und auf einmal verdunkelt sich der Himmel, als würde ein großes UFO kommen. Ich sehe, okay, hier kommt ein ganz grausamer Schauer, bitterschwarz, und der wird auch nicht lange andauern. Ich habe eine einzige Chance, jetzt unter dieser Naturgewalt vielleicht ein Stück aufzunehmen. Und wobei wir gerade von Moment getrieben sprachen, es ist unglaublich, was auf einen auslöst, wenn man weiß, dass man das nicht nochmal aufnehmen kann. Wenn man weiß, man ist gerade, man darf nicht atmen, es darf nichts passieren, und dann fängt auf einmal der Regen an, aufs Dach zu knallen, und ich nehme auf. Und kein Schnitt ist möglich, gar nichts. Es muss einfach passieren. Und das ist deswegen eine große Sehnsucht von mir, dass irgendwann dieses Laufen lassen zur Tagesordnung gehört. Und deswegen ist dieses Stück das Finale. Und vielleicht noch zu dem Marlow Remood? Ja, alias Mario Weise war mein Dozent an der Bauhaus-Universität für Audiobearbeitung, ist dann zu meinem absolut innigen Soundmann geworden. Wir bauen gemeinsam sozusagen die Setups auf, und er verkleidet mich auch live. Und ist sozusagen auch selbst Produzent, und dieses Herzstück hat er mir mal zurückgegeben. Wir können uns so nicht laut Danke sagen im Kollektivismus, aber über sowas schon. Martin, danke dir sehr fürs Vorbeischauen und die lange Anreise. Wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album, und bleib gesund, und wir hoffen alle, dass deine Konzerte dann demnächst stattfinden dürfen und können. Danke dir. Vielen Dank. Amen. Thank you.
Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.